Mein Wunsch in die Zukunft ist, dass wir in allen Bereichen richtig guten Musikunterricht zur Verfügung stellen können. Auch in den Bereichen, wo Schulen mit Musikschulen kooperieren und wo wir unter Umständen auch Schülerinnen und Schüler erreichen, die ansonsten mit Musik ganz wenig Berührungspunkte haben. Ich wünsche mir, dass der Musikunterricht einfach genug Raum kriegt in der Schule, den Raum, den er braucht für ästhetische Erfahrungen, dass er ausbrechen kann, auch aus diesen 45-Minuten-Rastern, die wir haben und aus den Räumlichkeiten in der Schule, dass er den Weg schafft auch in die Gesellschaft. Also dass Musiker in die Schulen gehen, Komponisten selbstverständlich in die Schulen gehen, Schüler rausgehen ins Konzert, Kultur gemeinsam erleben und dass Musikunterricht nicht so eine in sich abgeschlossene Blase ist, wo man seine Musik macht, die man nur in der Schule macht, sondern wo Musikunterricht eigentlich vorbereitet auf die kulturellen Praxen, die da draußen existieren und die Vielfalt, die in dieser Gesellschaft existiert. Wir fordern schon seit Jahrzehnten, dass 2 Stunden Musik pro Klasse in der Tat umgesetzt werden, möglichst an allen Schulformen. Das ist ein großer Wunsch, ein Wunschtraum. Für die Zukunft würde ich mir wünschen, dass Musikunterricht auf den verschiedenen Ebenen eine zentralere Rolle wieder spielt und es im gesellschaftlich-kulturellen Prozess gelingt, musikalische Bildung als zentrales Gut unseres gesellschaftlichen Lebens zu etablieren.